Im Inverted Classroom kann man das folgendermaßen machen. Die Studierenden bereiten sich am Anfang der Woche zunächst selbstständig vor, arbeiten sich ein in das Themengebiet mit Hilfe der Vorbereitungsmaterialien. Dann gehen sie ins Tutorium. Dort ist der Tutor, die Tutorin anwesend und dort wird aber nicht vorgerechnet. Ich habe meinen Tutoren gesagt, die Tafel existiert nicht, ihr dürft nicht vorrechnen, sondern die Studierenden sitzen dort in Lerngruppen und arbeiten an den Aufgaben 1 bis 6a bis f. Der Tutor läuft rum, guckt über die Schulter, gibt Feedback, gibt Unterstützung, kann Fragen beantworten und so weiter. Das heißt, das ist die Situation, wo individuelle Unterstützung beim Lernen stattfindet. Und am Ende der Woche kommen die Studierenden dann in meine Vorlesung oder in meine Plenumsveranstaltung, um mit mir nochmal die letzten Fragen zu besprechen. Also die, bei denen selbst die Tutoren vielleicht keine Antwort hatten, weil das sind auch nur Studierende, die können vielleicht auch Details nicht und so weiter. Ich bin der Oberexperte der Veranstaltung, ich bin dazu da, die richtig schwierigen Fragen am Ende nochmal aufzugreifen. Das heißt, das Tutorium ist in der Mitte und das ist die eigentlich wertvolle Lernsituation, bei denen die Studierenden dann auch in großen Veranstaltungen, da gibt es dann mehrere Tutorien, in kleinen Gruppen Hilfe und Feedback bekommen.